Hallo und herzlich willkommen zu meinem Videotutorial Freundschaftsbänder knüpfen, Basiswissen. Heute möchte ich euch den letzten Knoten in meiner kleinen Reihe vorstellen. Dann sind wir fertig. Wir haben alle Knoten zusammen, um Freundschaftsbänder knüpfen zu können, Anleitungen zu verstehen oder auch selbst kreativ zu werden, ganz wie ihr wollt. Wir werden uns heute nochmal um einen sogenannten Wendeknoten kümmern. Aber im Vergleich zum letzten Mal, ich zeige es euch mal kurz. Im letzten Tutorial hatten wir diesen Wendeknoten. Wir, also den sogenannten Rechts-Links-Knoten, wir werden heute den Links-Rechts-Knoten machen. Also im Prinzip genau der gleiche, nur andersherum. Bestimmt werden jetzt an dieser Stelle schon einige von euch wissen, wie dieser Knoten dann funktionieren wird. Er wird nämlich ganz genau so sein, wie der Knoten vom letzten Tutorial, nur eben erst links und dann rechts geknotet. Ja, aber wir fangen an. Wie immer an dieser Stelle ein kurzer Hinweis. Meine Tochter ist gerade am Mittagsschlaf machen. Ich hoffe, ich kann das Tutorial durchsprechen. Wenn es mal zwischendurch quäkt oder ich mal kurz weg bin, dann ja, ist es meine Tochter. Okay, los geht's. Ich habe 4 Farben, schneide wie immer ein kurzes Stück davon ab, um euch das zu zeigen. Auch hier möchte ich euch sagen, genauso wie beim letzten Wendeknoten ist es so, dass ein reines Wendeknoten-Freundschaftsbändchen nicht funktioniert. Also man kommt nicht drum rum, irgendwann einen anderen, also einen Links-Links- oder Rechts-Rechts-Knoten zu knüpfen, weil ansonsten das Bändchen nicht zusammengehört. Also gut, ganz theoretisch könnte man mit einem Knoten ganz zum Schluss das Freundschaftsbändchen enden, aber man wird mehrere, also es wird ein nicht zusammenhängendes Bändchen sein. Ihr werdet sehen, was ich meine, beziehungsweise ihr wisst, was ich meine, wenn ihr schon mein letztes Tutorial angeschaut habt. Genau, so, ich habe jetzt hier gleich alle 4 Fäden beisammen. Gut. Wie immer einen Knoten drauf machen. Spannen das hier rein. Sortiere meine Fäden, so wie sie kommen. Gut. Genau, super. Dann können wir auch schon starten. Ich versuche es jetzt aber nochmal umzubiegen, weil sonst haben wir genau die gleichen Farben wie im Tutorial davor. Als Bändchen, so, machen wir es so. Gut, dann knüpfen wir mit Weißem mit Schwarz. Also gut, los geht's. Wie der Wendeknoten Links-Rechts-Knoten schon sagt, knüpfen wir erst nach links und dann nach rechts. Das bedeutet, wir werden mit dem schwarzen Faden einen linken Knoten über den blauen Faden machen, einen rechten Knoten über den blauen Faden machen und zum Schluss wird der schwarze Faden, anders wie bei den ersten beiden Knoten, wieder an genau der gleichen Stelle sein, wie er jetzt ist. Ihr erinnert euch, beim Rechts-Rechts-Knoten oder auch beim Links-Links-Knoten verläuft der Faden immer weiter bis ganz ans Ende eurer Arbeit und ein neuer Faden wird dann vorne sein und auch die neue Farbe sein. So ist das hier nicht beim Wendeknoten, die Reihenfolge bleibt bestehen. Genau, und wir fangen jetzt an. Also, der linke Knoten, genauso wie von unserem Links-Links-Knoten. Wir nehmen den schwarzen Faden, legen ihn so über den blauen Faden, das ist ja dann interessieren nicht, über den blauen Faden. Ich nehme das ein bisschen hoch, damit ich hier drunter durchgreifen kann. So, ihr seht's. Und ziehe den Faden nach oben. Jetzt haben wir einen linken Knoten gemacht. Jetzt machen wir genau das gleiche in die andere Richtung, also von hier. Über den blauen Faden, wir greifen hier durch, ziehen den schwarzen Faden durch und gehen nach oben. So, was ist passiert? Wir sehen, dass da ein Fussel ist, der mich nervt. Gut,
Und vor allem sehen wir, dass der schwarze Faden jetzt immer noch an genau der gleichen Stelle ist wie zuvor. Alles klar, dann nehme ich hier den weißen Knoten, den weißen Faden, lege ihn über den grünen drüber, greife hier durch, ziehe mir den weißen Faden durch und ziehe nach oben. Das gleiche mache ich in die andere Richtung. Das heißt, ich lege ihn hier drüber, greife drunter durch und ziehe nach oben. Auch hier, der weiße Faden bleibt an genau der gleichen Stelle. Das kann ich jetzt nun beliebig oft wiederholen. Ihr müsst jetzt nicht immer abwechselnd schwarz-weiß machen, da die zwei, ihr seht schon, keine Verbindung zueinander haben, könnt ihr erstmal bei einer Farbe bleiben und einige Wendeknoten machen und dann rüber zur anderen, zählt am besten mit, wie viel ihr gemacht habt, damit er nicht durcheinander kommt. Genau, aber müsst nicht wie sonst halt die komplette Reihe fertig machen. So, also ich zeige es euch nochmal hier am Weißen. Ich lege es über den grünen Faden drüber, greife hier durch und ziehe den Faden nach oben. Das gleiche andersrum. Hier greife durch, ziehe nach oben. Jetzt habe ich zwei Wendeknoten insgesamt, einen da drüben. Jetzt mache ich das noch einmal, also wieder hier drüber, greife drunter durch, ziehe nach oben und das Ganze in die andere Richtung. Jetzt haben wir drei Wendeknoten. Jetzt nehme ich mal den schwarzen wieder. Ich über den hellblauen hier drüber, greife drunter durch und ziehe nach oben und das Ganze in die andere Richtung. Da haben wir hier zwei, wir hatten ja schon einen. Und noch einmal. Genau. Also ihr könntet das jetzt hier beliebig oft wiederholen. Ihr könnt auch irgendwann dann noch einen Doppelknoten drauf machen, dann wäre es praktisch, würde es aussehen, als hättet ihr zwei schmale Bändchen zusammengeknotet letztlich, aber es wäre halt dann eigentlich nicht ein Bändchen, sondern eben zwei. Wir machen jetzt spaßeshalber mit rein links-links Knoten, das ist eine kleine Wiederholung, einmal hier rüber. Das bedeutet, wie gerade eben, über den hellblauen drüber, mach jetzt nochmal in genau die gleiche Richtung. Das ist der links-links Knoten. Und jetzt habt ihr, wie ihr seht, hier einen Platzwechsel des schwarzen Fadens. Nehme den weißen Faden jetzt, nochmal einen Links-Links-Knoten. Wenn ihr nicht mehr genau wisst, wie der Links-Links-Knoten funktioniert, könnt ihr gerne nochmal mein Tutorial anschauen. Auch hier haben wir jetzt wieder, der schwarze Faden wandert weiter. Und das machen wir hier nochmal. So. Mache ich so wie bei diesem Bändchen hier mit den neuen Fäden nochmal Wendeknoten. Luftmaschen, das Häkeln, ein anderes Thema. Alles klar, dieses Mal mit hellblau über weiß, greife durch und in die andere Richtung, um einen Wendeknoten zu machen. Das war Nummer 1, das mache ich jetzt dreimal. Das war Nummer 2. Und die Nummer 3. So, dann gehe ich rüber und mache das gleiche mit dem grünen nochmal. Wieder in die andere Richtung. Ja. So, hier in Kürze. Wenn ihr euch jetzt nicht mehr sicher seid, wie jetzt die Fäden sind, dann lasst es ein bisschen fliegen. Es geht dann so ein bisschen von alleine auf. Dann kann man das ganz gut sehen, wohin es eigentlich gehört. Gut, und jetzt mache ich nochmal mit hellblau links-links Knoten einmal komplett auf die andere Seite. So, diesen Zwischensteg wie vorhin auch. Ich verbinde die entstandenen zwei Bändchen, verbinde ich wieder, dass es wieder eins ist. So. So. So sieht es dann aus.
Was euch da jetzt bestimmt auch oft schon aufgefallen ist, ist, dass ihr dann letztlich, auch wenn ihr mit vier Farben knüpft, wenn ihr rein diese Wendeknoten macht, nur zwei Farben sichtbar sind. Ne? Das ist ganz normal so eben, genau, weil halt eben die Position der Fäden sich nie ändert und somit immer der erste Faden bleibt und genau, und sich das halt einfach nicht ändert. Ihr könnt die Änderung dann erzwingen, indem ihr so wie ich eben diese Stege dazwischen knüpft. Ja, das ist soweit alles zu den Knoten. Ich hoffe, ihr habt das verstanden. Ich kann es euch, da muss ich nur kurz um den Tisch rumlaufen, euch nochmal kurz von nahen zeigen, ist ja vielleicht nicht schlecht. So, ich komme nochmal ran. Na, ihr seht, wir haben hier wie bei dem anderen Wendeknoten auch diese Lücke. Die sieht man jetzt hier sehr gut. Und man sieht auch, dass die Wendeknoten anders aussehen wie die links-links oder halt die rechts-rechts Knoten. Hier nochmal zum Vergleich. Das wäre ein rein links-links geknüpftes Bändchen. So. Genau. Ihr seht, der Knoten sieht anders aus. Ja. So, ihr Lieben. Damit haben wir alle, von hinten sieht es nicht ganz so schön aus im Übrigen, wie ich finde. So im Vergleich zu dem. Nun ja. Genau, wir haben jetzt alle vier Knoten durchgemacht. Ja, ich habe sogar noch alle Zettel hier liegen. Die werden wir bestimmt auch nochmal brauchen, wenn wir anfangen, mal Anleitungen, eine komplette Anleitung zu knüpfen. Wenn ihr irgendeine Anleitung nicht wisst, wie sie geht, wie ihr anfangen sollt oder was auch immer, schreibt mir das bitte jederzeit in den Kommentaren. Sobald ich Zeit habe, werde ich mit euch zusammen eine Anleitung knüpfen und euch zeigen, wie das geht. Das ist kein Problem. Genau. Hier haben wir alle vier Knoten. Bei dem sieht man nicht, wie er heißt, aber so. So, das kann man es erkennen. Genau. Ja, ihr Lieben, das sind alle Knoten. Damit ist dieser Teil der Videoreihe Freundschaftsbänder knüpfen Basiswissen beendet. Ich möchte bei Zeiten noch ein paar unterschiedliche Anfänge und Endteile für Freundschaftsbändchen zeigen, damit es nicht immer mit so einem Knoten anfängt. Das sieht ja irgendwie, also so fängt ja kein Freundschaftsbändchen an. Das wird ja irgendwie hübscher gemacht hier in irgendeiner Form. Da gibt es ganz einfache Varianten mit einfach nur ein bisschen Flechten. Sieht gleich schon ganz anders aus. Oder halt auch geknüpfte Schlaufen, dass man das zusammenbindet. Da gibt es ganz, ganz viele Sachen. Alle kann ich selbst auch noch nicht, aber ich werde sie mir nach und nach beibringen. Ich werde sie mir nach und nach beibringen und euch zeigen. Da gibt es wirklich ganz hübsche Sachen. Aber bis dahin, ich wünsche euch alles Gute. Wir sehen uns und hören uns bald. Und wenn ihr Fragen habt, jederzeit in den Kommentaren. Über ein Like freue ich mich. Bis bald. Ciao, ciao.